Kreuzberg. Der Szenebezirk gehört zu den beliebtesten in Berlin. Touristen und Zugezogene bringen Geld in den Stadtteil. Dadurch steigen die Mieten. Ein Problem für viele Einheimische. Auch im Sozialbau am Cottbusser Tor. Ingeborg Radatz war eine der ersten Mieterinnen hier. Die 76-Jährige musste bereits von einem Zweizimmer in ein Einzimmer-Apartment umziehen. Doch die Mieten steigen weiter. Dann frage ich mich, wie das weitergehen soll. Irgendwo müsste doch ein Halt gemacht werden. Deswegen waren wir auch beim Bürgermeister und haben uns da beschwert und beklagt und sind, haben da Terror gemacht so ein bisschen. Aber das ist alles so, das bringt das alles nicht. Es hört einem ja keiner zu. Ingeborg Radatz ist in ihrer Straße verwurzelt. Die ehemalige Krankenpflegerin kennt fast jeden hier. Doch mit ihren 900 Euro Rente kann sie sich die Gegend vielleicht bald nicht mehr leisten. Über 350 Euro zahlt sie im Moment an Miete. Die nächste Erhöhung ist bereits angekündigt. Das ist hier mein Kiez. Und einen alten Baum verpflanzt man nicht. Will nicht weg. Was Besseres kann mir gar nicht passieren. So viel Freunde und so viel nette Menschen, die hier sind. Ich glaube, die wären auch ein bisschen traurig, wenn ich nicht mehr da wäre. Berlin ist nun mal nicht mehr das Kuhkaff von vor 20 Jahren. Berlin entwickelt sich langsam, aber sicher zu einer Metropole. So sagen Sie auch nicht mitten in London, mitten in einer Stadt wohnen, wenn man kein Geld hat. Aber wenn Sie eine Wohnung sich kaufen, dann haben Sie auch ein höheres Einkommen als die Oma, die da jetzt gerade in ihrer Wohnung sitzt. Wenn diese Oma sagt, das ist mein Kiez, meins muss ich mir leisten können. Und das ist einfach auch ein Problem. Man kann das auch nicht beliebig vervielfältigen. Das klingt hart und das ist natürlich ein ungünstiges Beispiel. Ja, da braucht man auch gar nicht zu buhen. Das ist doch die Realität. Sie stellen sich das am Ende so vor, dass die Besserverdienenden innerhalb des S-Bahn-Rings wohnen und die Ärmeren außerhalb. Ja, eine gewisse Durchmischung ist vielleicht schön und nett, aber man sieht ja auch, dass das keine Einbahnstraße ist. Das widersprechen wir gar nicht, oder? Nein, aber das ist, man sieht ja auch, dass durchaus auch die ärmere Bevölkerung das gar nicht schätzt, dass in der Nachbarschaft wohlhabende Häuser stehen. Da brauchen Sie gar nicht zu buchen. Man sieht doch, wenn denn da gebaut wird und die Häuser da angezündet werden oder die Autos. Jagd auf reiche Leute. Hole mir die BWLer von der Uni in den Keller. Deine Karriereleiter endet auf meinem Teller. Freu dich, solang man nur deine Reifen aufschlitzt. Zeig mir dein Alarmsystem auf MTV Cribs. Und beim nächsten Barbecue sind deine Kinder die Rips. Ich esse Reiche von allem bis nach Wohnau. So richtig Reiche von München bis nach Stuttgart. Ich esse Reiche von Monaco bis nach Saint-Tropez. So richtig Reiche. Die Welt schneller rennt, weil ich deine Art hasse. Warte ich vor der Sparkasse, fick deine Kreditkarten. Bald bist du ein Miesbraten, weil dein Papa Aktien hat. Denkst du, das wär deine Stadt? An der Ampel stech ich deine Reifen platt. Sie alle haben gerade den Premierminister gegessen.